Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 16. April. Seht meine Hände und meine Füße. Ich bin's. Lukas 24, Vers 39. Es ging tumultarisch zu am Abend des ersten Ostertages in dem Raum, in dem die Jünger versammelt waren. Eben waren zwei von Emmaus angekommen und berichteten: Wir haben den Herrn gesehen. Wie sollte der Verstand solch eine Botschaft fassen, dass einer von den Toten aufsteht? Plötzlich steht Jesus selbst da. Grauen packt die Jünger. Das kann doch nicht sein. Sie meinten, sie sehen einen Geist. Mitten hinein aber in Furcht, Unglauben und Aberglauben tönt tröstlich Jesu Wort. Ich bin's. Und dabei zeigt er ihnen die Nägelmale vom Kreuz. Dies Ich bin's schlägt alle Dunkelheit und jeden Zweifel nieder. Wie manches Mal hat Jesus dies gewaltige Ich bin's gesagt. An einem Brunnen unterhält er sich mit einer halbheidnischen Frau über schwere Dinge, über ihre trüben Männergeschichten und über das richtige Beten. Endlich macht die Frau kurz ein Ende. Wenn der Messias kommt, wird er alle Fragen klären. Wie fährt sie aber auf, als Jesus sagt, Ich bin's, ich bin der, auf den alle warten. Im Garten Gethsemane tritt er der Rotte entgegen. Wen sucht ihr? Verblüfft stammeln sie, Jesus von Nazareth. Da schlägt ihnen ein so majestätisches Ich bin's entgegen, dass sie zurückweichen und hinfallen. Ich bin's, sagt er als Gefangener vor dem Gericht, als der Hohepriester ihn feierlich fragt, bist du der Sohn des Hochgelobten? Sein Ich bin's ist ein gewaltiges Wort. Wie wird es erst Schrecken und Freude bringen, wenn er in Herrlichkeit wiederkommen wird und der Welt sein Ich bin's so sagt, dass mit einem Schlage alles klar ist. Herr, dich beten wir an. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.